Ja, hallo meine lieben Freunde und willkommen. So, hallo und herzlich willkommen beim Bossfight Kirby Crystal Shard. Verlieren wir auch erst. Gleich in die Stage 2 rüber. Ah, das ist cool. Haben wir schon sehr viel geschafft heute. Ja, für Leute, die sich wundern, es ist ein Tag, wo ich die ersten drei Folgen aufgenommen habe. Ja. Nice surprise. Gehen jetzt halt in die andere Galaxie oder den anderen Planeten, wie man es nimmt, aber ich schätze dir ja aus. Okay, sagen wir halt, es ist ein Stern. Thank you.
Ja, jetzt geht's wieder weiter, ne? Ja, sorry für den kurzen Cut. Der Sound war so scheiße. Und jetzt habe ich ihn einfach komplett gelassen. Denn das Spiel an sich ist ja auch schon mal geil. Wenn man ein Spiel wegen dem Sound spielt, dann ist man ja wirklich ein armes Schwein. Naja, also es ist wirklich ein geiles Spiel mit einem geilen Lied. Aber dann spielt man es wahrscheinlich nicht nur wegen den Sound, sondern meistens wegen dem Spiel. Naja, vielleicht gibt es Leute. Ja. Hey, Digger, ich will dich töten. Ich glaube auch gegen Endgegner ist der Vulkan gut. Wenn mich nicht alles täuscht. Also ja, habt ihr ja gerade gesehen. Und ja, dieser Emulator, der liegt ganz schön, muss man wirklich sagen. Ja, und ich finde diesen Abschnitt eigentlich voll scheiße. Weil er eigentlich einfach ist, wenn du mit dem Sound mitgehst. Aber du musst halt gleich die Seite wechseln, wo du... Ja. Ah ja, okay, das war jetzt nicht so nice. Aber wir haben es überlebt. Ja, das überleben wir auch. Und dann sind wir auch gleich fertig. Ja. Jetzt kommt da der Waddle Dee. Spoiler. Ah, jetzt können wir da rauffliegen. Oh ja. Alter. Also die Viecher, die mag ich in diesem Spiel gar nicht. Schau. Jetzt werden sie gleich aggro. Also im normalen Kirby tun die dir nur was, wenn du ihnen weh tust, oder? Ja, aber der Hammer, der Drill Kirby ist ja auch geil. Und dann gibt es irgendwie nicht. Also, oh ja, doch, dann gibt es aber, dann habe ich irgendwie nicht. Bing. Alter, knapp. Ja. Sagt mal Leute, wie ihr dieses Spiel eigentlich wie euch das Spiel gefällt. Ich weiß nicht wirklich, ob es euch zusagt. Kann das nämlich nicht beurteilen. Das ist euer Geschmack. Aber ich hoffe natürlich das Beste, weil mir gefällt dieses Spiel recht. Ich will jetzt endlich wissen, Alter. Was haben die da für einen Skill? Oh, gar keinen. Die Weicheier. Ja, wirklich ein Weicheier, ne? Naja, kannst du nichts machen. Ja, wir gehen in diese... Oh nein! Naja, Maxi Tomato kann mich holen. Jawoll! Maxi Tomato ist auch nicht schlecht. Danke Leute für eure Vertrauen. Und ja. Ja, genau, das nächste Mal beim Levelabschluss könnt ihr mal wetten. Da könnt ihr mal wetten, was ich bekomme. Ah gut, ich habe keinen Skill und das mag ich. Nee. Ja, lach nicht so süß, so kleines Ding, du. Ja. Du Ding bist auch schwul. Ja, komm. Du weiter. Ja, aber irgendwie glaube ich, entweder die Texturen waren oder es ist von immer so. Das weiß ich eigentlich nicht. Alter, warte mal.
was bringt. Alter Cheater! Na, auf jeden Fall hole ich mir jetzt noch mal den Erdhaberer oder so. Ja, genau, den da. Aber wieso ist eigentlich Element Erde? Ach ja, genau, da ist der Bohrermann, ist geil, ja. Der gefällt mir. Du kannst nämlich dashen, solange du willst, und dann auch noch schießen. Ja. Ja, Wildschwein, das ich gerade getötet habe. War nämlich ein Wildschwein. Einmal habe ich das Spiel schon mal angespielt, vor nicht allzu langer Zeit. Nein! Nein! So, und jetzt geht's auf die Fresse! Ey, aber jetzt! Ja, Alter, wie schnell die auch immer wieder respawnen. Das ist ja auch wirklich nicht normal, ja. Naja. Ja, Buhu oder was das auch immer darstellen soll für eine Kopie, das ist auf jeden Fall nicht original schon. Ja. Hallo, es geht. So. Ich mache auch noch tot. Ey. Aber die haben denselben Effekt wie die Buhus. Das müsst ihr mir lassen, Leute. Denn wenn du hinsiehst, bewegen sie sich nicht. Aber sonst schon. Ey, nein, ich will nicht sterben. Aber der Bohrer ist gar nicht mal so stark. Also ich meine, die wirkliche Kraft, ich meine, gegen Gegner schon OP, aber ich meine nur mal vom Prinzip. Ey, Digger. Ich meine ja, normalerweise könnte man sich da ja durchbauen. Aber ja, das Spiel hat halt seine Grenzen. Das muss man akzeptieren. Leider. Kann man die töten? Kann man die töten? Nee, anscheinend nicht. Kannst du nicht. Naja. Warm up. Ich komme. Maxi Tomato für ein Leben. Naja. Ja, okay. Hat sich nicht ausgezahlt, aber ja. Verloren habe ich nichts. Gar nichts. Ja, und mein Timer rastet schon wieder aus. Und danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Denn ich will dieses Projekt nicht, wenn es keinem gefällt. Naja, es wird schon. Okay, danke Leute fürs Zusehen. Und ich rede immer wieder um den heißen Brei herum. Ja, danke Leute fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.